Okay, wir müssen reden. Ich hoffe, das hat nicht deine Ex-Freundin zu dir gesagt, als sie mit dir Schluss gemacht hat. Sonst habe ich hier ein paar böse Erinnerungen geweckt. Nichtsdestotrotz, heute geht es um ein Thema, was oftmals im Network-Marketing, Online-Marketing, Entrepreneurship immer wieder angesprochen wird. Es ist nämlich The Law of Five. Du bist die Mischung aus deinen fünf besten Freunden. Zuallererst mal, Grant Cardone sagt erst die ganze Zeit bei seinen Kunden. Und außerdem sagt er, wenn du das nicht machst, dann machst du irgendwas falsch in deinem Business, wo ich ihm auch eventuell recht gebe. Aber wir reden heute mal nicht über Extremfälle wie Grant Cardone und bleiben beim durchschnittlichen Menschen. The Law of Five sagt, du bist die Mischung von deinen fünf besten Freunden. Also such dir erfolgreiche Freunde in deinem Gebiet. Wenn du Online-Marketing machst, such dir fünf oder vier, ja doch fünf erfolgreiche Online-Marketing-Freunde. Häng mit denen ab, lern mit denen Tag und Nacht. Ich sage, das ist der absolute Schmarrn. Das sollst du auf keinen Fall machen. Hier kommen verschiedene Gründe. Stell dir vor, du bist Online-Marketer und du willst im Online-Marketing erfolgreich werden. Wenn jetzt deine fünf besten Freunde aus Online-Marketern bestehen, dann besteht dein ganzer Tag daraus, dass ihr über Online-Marketing redet, Taktiken bespricht und über Online-Marketing-Zeugs euch einfach austauscht. Schön und gut, nichts dagegen, das mache ich auch. Ich habe auch Freunde, mit denen ich nur über Online-Marketing rede, die wirkliche Online-Marketer sind und ich bin mit denen dauerhaft in Kontakt. Jetzt kommen wir aber zur Umkehrseite. Stell dir vor, du bist Tag und Nacht mit Online-Marketern befreundet. Dir fehlt eine Seite deines Lebens. Ich will jetzt keinen angreifen. Ich rede hier vom klassischen Online-Marketer, der sein ganzes Leben da investiert in Online-Marketing. Und Online-Marketing allein bzw. Geld allein macht nicht glücklich. Darum willst du eine Mischung finden. Ich zu meinem Teil, wie ich das handhabe, ist so. Ich habe Online-Marketing-Freunde, ja. Ich verstehe mich mit denen gut, ich rede oftmals mit denen über Taktiken, über Business und so weiter und so fort. Auf der Umkehrseite habe ich aber auch andere Extreme wie kriminelle Freunde. Grüße an euch. Freunde, die nur feiern. Freunde, die wirklich Tag und Nacht nur Frauen verführen und nichts anderes zu tun haben. Und Freunde, mit denen man einfach Spaß haben kann, einfach lachen kann. Zuallererst mal, ich rede natürlich über Extremfälle. Wenn ich sage, mit Online-Marketing kann man nur Online-Marketing machen. Aber es sind halt Freunde, die wirklich ihr ganzes Leben in Online-Marketing investiert haben und sich nicht darum scheren, wie ihr Körper ausschaut oder andere Sachen. Und das ist auch in Ordnung, denn das sind richtige Businessmänner. Die machen Business, sind Entrepreneure. 100% Vollblut-Entrepreneure. Und sie macht es glücklich. Ich bin ein Mensch, der eine Balance braucht. Ich kann nicht nur Online-Marketing-Entrepreneurship machen. Natürlich, es gibt Zeiten, wo ich das nur mache, aber es gibt auch andere Zeiten, wo ich dann reise, wo ich dann mich mehr um meinen Körper kümmere, mehr Fitness mache, mehr feiern gehe, mehr mit meinen Freunden und Freundinnen bin und all das mache. Hat folgenden Vorteil, schau mal. Ich und mein Online-Marketing-Freund, wir reden über Business, wir reden über all das. Gleichzeitig habe ich Kontakt mit meinen kriminellen Freunden. Die reden darüber, wie hart die Welt sein kann. Und sie sind nicht wirklich kriminell, aber haben eine kleine Tendenz dazu. Sie reden darüber, wie hart die Welt sein kann, was sie alles für Geld machen, was sie machen würden, was ihre Pläne sind. Gleichzeitig aber die Freunde den ganzen Tag Spaß haben und wirklich nichts machen. Sie arbeiten ein bisschen, lachen den ganzen Tag, gehen feiern, haben Spaß. Und zu allerletzt möchte ich nochmal anmerken, dass ich echt ein schlechter Kumpel bin ab und zu. Nochmal hier an dieser Stelle. Ich antworte meinen Freunden sehr selten. Ich habe viel zu tun, Mann. Sorry. Sorry dafür. Ich antworte selten. Es gibt, glaube ich, in meinen WhatsApp-Nachrichten 10, 15, 20 Leute, denen ich noch antworten muss. Mein Instagram versuche ich zu antworten. An Anrufe gehe ich nicht so gerne dran, weil mein Handy da auf der Flugmodus ist. Aber ich versuche mich zu bessern. Ich versuche. Ja, okay, versuche ich nicht. Sorry an alle, ihr kennt mich so, wie ich bin. Und das war's mit diesem Video. Kleines Fazit nochmal am Ende. Du willst eine verschiedene Variation an Freunden haben, wenn du nicht Vollblut in Entrepreneurship bzw. Online-Marketing verfallen willst. Auch wenn du Vollblut drinnen bist, ist es immer gut, eine kleine Abwechslung unter seinen Freunden zu haben. Okay, hab Freunde dafür, dass du mit dem Business machst, bzw. über Business redest. Hab Freunde für Party. Hab Freunde für Fitness. Hab Freunde für, ich weiß nicht, was noch deine Hobbys sind. Wichtig ist eben, dass du diese Abwechslung hast. Und ich finde diese Abwechslung wichtig. Natürlich heißt das am Ende nicht, dass ein Kumpel nur für Online-Marketing da sein. Natürlich, es gibt Leute, die machen Online-Marketing und Fitness und so weiter. Aber ich bin eben mit den Extremfällen befreundet. Meine Online-Marketing-Freunde machen wirklich fast nur Online-Marketing. Meine Feier-Freunde machen wirklich nur Party. Meine Bodybuilding-Fitness-Freunde sind nur im Fitnessstudio. Das waren die letzten Worte zu diesem Video. Wir sehen uns morgen wieder mit einem neuen Video. Peace out, bye bye.